In welchem Spiel muss ich 1 Euro ausgeben? Und in welchem 10 Euro? Und in welchem 100 Euro? Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Team Lukas Kanal. Wie ihr schon gesehen habt, haben wir heute 3 Glücksräder am Start mit richtig vielen coolen verschiedenen Spielen. Wie zum Beispiel StumbleGuys, Brawl Stars, Roblox, Fortnite, Minecraft, Subway Surfers und so weiter. Und die Frage ist, ja, in welchem Spiel muss ich wie viel Euro ausgeben? Ich bin gespannt, was bekommt man in den einzelnen Spielen für das Geld eben auch. Okay Leute, ich bin auf jeden Fall gespannt, was hier beim ersten rauskommt. Und okay, StumbleGuys, 1 Euro, bekommt man da überhaupt was? Also Leute, wir sind jetzt hier in StumbleGuys am Start und wir haben hier auch, lol, ein Bananenfest, okay. Interessant, wir gehen jetzt mal in den Shop und alter Junge, was ist hier denn am Start? Okay, wir haben jetzt hier so eine Bananenwährung, alles klar. Bro, okay, alter, was ist denn hier alles im Shop? Okay, ich muss mir jetzt erstmal hier kurz zurechtfinden. Wir haben hier einmal das Mega-Angebot für 60, dann haben wir ein episches Bündel, das könnten wir uns also leisten. Das Bananenbündel, auch nicht schlecht. Und dann kann man sich hier einfach, lol, Skins mit Bananen kaufen. Okay, das ist ja mega krank. Ich würde sagen, wir holen uns dann mal das Bananenbündel für 1 Euro. Bevor es losgeht, abonniert gerne meinen neuen Reaktionskanal Lukas. Dort kommen auf jeden Fall jeden Tag neue Videos online. Also Leute, abonniert es, Link in der Beschreibung. 99. So Leute, der Kauf war erfolgreich und wir sehen schon, oh, Kauf abgeschlossen, 275 Bananen, 180 Juwelen. Wir können uns jetzt aber dafür noch keinen Bananenskin leider leisten. Wir haben aber die Gems bekommen. Ich würde sagen, für die Gems können wir natürlich mal Spins machen. Boah, die Frage ist halt, ja, 295 Juwelen bringt uns jetzt nicht ganz so viel, ne? Wir können hier auf jeden Fall auf diesem Glücksrad ein bisschen was drehen, aber das ist echt kaum was. Wir schauen einfach mal, was dabei rauskommt. Und wir gehen jetzt mal auch in das Bananen-Event kurz rein und schauen mal, vielleicht bekommt man relativ schnell Bananen und dann haben wir ganz schnell vielleicht einen neuen Skin oder so bei diesen Bananen-Skins. Das kann ja theoretisch auch sein, ich weiß es nicht. Und let's go. Wie viel haben wir bekommen? Ja, gar nichts. Nur Duplikat auf jeden Fall. Dann gehen wir jetzt mal in das Bananenfest rein, würde ich sagen. Okay, Leute, wir sind in Bombardement. Junge, wie viele Bananen sind hier eigentlich? Alter, okay, okay, okay. Das heißt, man kann ja auch natürlich free-to-play die Bananen einsammeln, aber wahrscheinlich sind die nur einmalig da. Die tun jetzt nicht respawnen, vermutlich, oder? Ah, doch, sogar schon. Oh mein Gott, Bro, Alter, was geht hier eigentlich ab auf dieser Map? Ja, wir schauen mal, vielleicht bekommen wir ja... Alter, der hat auch schon hier die Diamantbanane. Die sieht ja echt komplett krank aus. Vielleicht bekommen wir dann dadurch, dass wir halt jetzt das 1-Euro-Angebot bekommen, haben ja schon mal so viel Bananen-Boost, damit wir gleich... oh mein Gott, damit wir gleich den Skin kaufen können schon mal. Okay, Leute, es wird langsam hier spannend. Wir haben auf jeden Fall... Ah, nice, wir sind weitergekommen. Gibt es jetzt noch eine Runde? Okay, die nächste Runde kommt. Sind dann auch so viele Bananen auf der Map, frage ich mich. Wir schauen mal. Und Laser Tracer, Alter, da sind ja auch so viele Bananen. Aber... Ey, irgendwie sind es gar nicht mal so viele, finde ich jetzt pro Map, ne? Oder irre ich mich da? Also wir können ja auf jeden Fall versuchen, mal ein paar einzusammeln. Zack. Muss man die echt alle einzeln einsammeln? Ey, Bro, das ist ja mega viel. Also da bringt das 1-Euro-Angebot ja in dem Sinne schon ziemlich viel, muss man sagen. Jetzt versuchen wir nochmal hier ins Finale zu kommen. Und dann schauen wir, wie viele Bananen wir im Finale dann auch noch erreicht haben. Ich bin sehr, sehr gespannt. Okay, okay. Aua, hallo! Bruder, oh mein Gott. Gott, Bro, Alter, war das knapp, ja. Ey, alle hier richtig am Schwitzen in Laser Tracer, ich sag's euch. So, okay. Jump jetzt einfach mal hier hin, damit ich möglichst... Oh mein Gott, möglichst... Nein! Ah, RIP, wir sind raus. Okay, das war los. Aber wie viele Bananen haben wir bekommen? Plus 10 Bananen, oder was? Oh, okay, plus... ich glaube plus 50 sogar. Okay, krass. Also da sind wir ein bisschen weitergekommen, aber wir konnten uns noch nicht die Sachen hier... für die 500 Bananen leisten. Ich würde sagen, weiter geht's. In welchem Spiel müssen wir 10 Euro ausgeben? Und es ist Subway Surfers. Lol, okay, let's go. Wir starten Subway Surfers, Leute. Und jetzt bin ich mal gespannt, was es hier für 10 Euro gibt. Wahrscheinlich sehr krasse Skins oder Hoverboards, könnte ich mir vorstellen. Wir gehen jetzt mal hier in den Shop. Okay, was haben wir hier aktuell? Angebote können wir mal gucken hier. Aha. Oh, okay, wir sehen hier auf jeden Fall,
Ah, hier ein 3,49 Euro Skin, aber wir haben ja 10 Euro, theoretisch. Mhm, 3,49 Euro. Boah, ich schaue jetzt mal ganz oben diese Skins. Zum Beispiel Korall anzeigen. Sagen wir mal hier das, keine Ahnung, Deep Blue Outfit. Schalte erst Noel frei. Malik kostet 13.000. Das sind 91 Schlüssel. Okay, ich weiß gar nicht mal, wie viel das gerade ist. Oder der, was kostet der? Schalte erst Malik frei. Ah, okay. Das heißt, wir schauen jetzt mal, wie viel Schlüssel das kosten würde. Ah, okay, wir sehen, Leute. Wir können uns mit 10 Euro 55 Schlüssel leisten. Also für 11,99 Euro, sage ich jetzt einfach mal. Hier haben wir auch noch ein paar Skins zur Auswahl. Junge, wie sieht der denn aus? Der kostet 20.000. Alter, das ist ja ultra viel, Mann. Das ist ja geisteskrank viel. Okay, wir schauen mal, was hier so ungefähr 10 Euro kosten würde, Leute. Wir sehen auch, wir bekommen ca. 90.000 Münzen für 10 Euro oder 11 Euro halt. Also Leute, ich habe jetzt geschaut. Ich habe echt nichts Passendes gefunden in der Preiskategorie. Aber ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt mal diesen Charakter hier für 120.000 Münzen. Na, das ist ein bisschen mehr zugegeben, aber... ja, sonst ist das super, super schwierig, hier was Vernünftiges zu finden. Jetzt testen wir mal den Charakter aus. Wie finde ich den? Für 10 Euro circa oder ein bisschen mehr sogar jetzt. Ja, mein Feedback. Ich finde ihn ehrlich gesagt nicht ganz so geil, wenn ich ehrlich bin. Also da gibt es ein paar, die ich schon noch um einiges cooler finde. So, aber ja, trotzdem ist das natürlich ein schön designter Charakter, sage ich jetzt mal. In diesem Zombie-Look, ne? Und den kann man auf jeden Fall spielen, aber eigentlich lohnt sich auf jeden Fall etwas anderes in Stumblegeist, sage ich schon. Jetzt haben wir Surfers mehr, nämlich generell Hoverboards, ne? Mit Doppeljump zum Beispiel, das lohnt sich um einiges mehr, kostet aber, glaube ich, ein bisschen mehr. Oder auch eben Upgrades und so weiter. Das lohnt sich natürlich immer mehr als Skins, ne? Ich habe halt schon die maximalen Upgrades, glaube ich, deswegen, ja, lohnt sich das auf jeden Fall nicht. Aber, ja, trotzdem coole Sache. Wir haben jetzt auf jeden Fall jetzt mal diesen Skin geholt. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zu den 100 Euro. In welchem Spiel müssen wir jetzt 100 Euro ausgeben? Ich bin sehr gespannt, was kommt. 3, 2, 1, go! Okay, Leute, wir schauen mal. Und es ist einfach mal Fortnite, Junge, WTF. Oh mein Gott, 100 Euro ist schon echt einiges. Wir schauen mal nach. Also Freunde, wir sind jetzt hier in Fortnite. Ihr seht schon, wir haben schon 3.300 V-Bucks. Das entspricht ungefähr so 25 Euro auf jeden Fall. Das bedeutet, wir brauchen jetzt noch 13.500 V-Bucks. Die kaufen wir uns jetzt mal. Und ich würde sagen, kaufen, Leute. Okay, Leute. Und da kommen die V-Bucks. Wir haben jetzt genau circa für 100 Euro V-Bucks hier am Start. Und jetzt gehen wir mal in den Item-Shop. Bro, ich bin mal sehr gespannt, was man dafür bekommt hier im Item-Shop. So, vorgestellt. Hier sind auch diese Aktionsrabatte auf jeden Fall. Wir sehen hier schon, okay, ein Schattenschlagpaket. Aber, ja, ich schau mal, was ist hier so das Teuerste, würde mich mal interessieren. Oder was feiere ich zum Beispiel hier? Lol, der sieht lustig aus. Dieser Flobber, der sieht auf jeden Fall echt mega witzig aus. Finde ich auf jeden Fall ganz geil. Aber ist jetzt nicht ein ultra heftiger Skin, da bin ich ehrlich. Okay, okay, okay. Ja, auch hier gefallen ihm jetzt gar nicht mal so sehr. Mhm. Aber Leute, wir geben natürlich das Geld aus. Oh, hier hätten wir was für Euro gehabt, ne? Alter, das wäre auf jeden Fall auch nicht schlecht gewesen, das Verderbnis-Legenden-Paket. Eieiei, okay, okay. Wir holen uns auf jeden Fall mal den Flobber, den finde ich ganz cool. Den finde ich echt ganz cool. Dann holen wir uns auf jeden Fall mal, würde ich sagen, den Battle Pass, ne? Den haben wir uns ja jetzt auch freigeschaltet hier. Den Battle Pass, zack. Okay, und bestätigen und 25 Level hinzufügen. Nice, nice. Den können wir jetzt wahrscheinlich auch ziemlich groß freischalten, wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Okay, Alter, der sieht aber auch krass aus. Einfordern hier, einfordern, zack. So, Battle Pass. Und okay, hier haben wir jetzt 0 von... 100 Belohnungen. Seiten einfordern. Zack. Okay, nice, Digga. Let's go. 8 Gegenstände eingesammelt. Und ja, jetzt können wir rein theoretisch alle Seiten einfordern. Können wir jetzt auch direkt die letzte einfordern? Also die mit dem krassesten Skin hier. Ah, lol. Oh mein Gott, okay. Level kaufen. Und, oh, okay, das kostet 10.800. Okay, das ist natürlich sehr viel. Das ist, geht perfekt auch für 100 Euro. Das ist schon extrem viel. Einfordern. Oh mein Gott, das ist krank, Leute. Belohnungen einfordern.
Junge, alles auf einmal. WTF, Mann. Okay. Zack, 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 zack. Alles durch, Leute. Hier haben wir auf jeden Fall nochmal so einen Skin. Der hätte auf jeden Fall... Digga, wie sieht der denn aus, Junge? Okay, warte mal, was haben wir noch? Den hier? WTF, Bro. Was ist das denn für ein Skin, Mann? Lol, okay. Sieht auch krass aus, bin ich ehrlich. Aha, Mystica. Oh, warte mal. Umherstreift, aber niemals verloren. Ah, kann man den dann so sich verwandeln lassen wahrscheinlich, ne? Der sieht aber auf jeden Fall ganz interessant aus. Egal, ich würde sagen, schließen. Die Gegenstände haben wir jetzt, Leute. Und jetzt gehen wir mal kurz in unseren Spind rein. Und schauen wir jetzt mal nach den neuen Skins. Also Leute, wenn ich das richtig sehe, müsste doch dieser Skin hier, ja, tatsächlich der krasseste sein aus dem Pass, oder? Wenn ich das jetzt richtig sehe. Also Leute, Mizuki rüsten wir auf jeden Fall mal aus. Ich weiß echt nicht, ob der jetzt so krass ist, bin ich ehrlich. So Leute, wir sind jetzt hier im Battle Bus am Start und ich bin mal extrem gespannt jetzt auf den neuen Skin. Ich bin echt sehr, sehr, sehr gespannt. Ich überlege jetzt gerade, wo ich rausspringen soll. Wir können ja mal hier einfach raus, zack und... Oh, okay, okay, okay. Der Skin sieht schon mal gar nicht mal so schlecht aus, auf jeden Fall. Und der Gleiter, oh mein Gott, yo. Okay, der Gleiter ist ja mal geisteskrank. Lol, und hier ist so ein Winter, so ein Winter-Dingens. Da fliegen wir jetzt einfach mal hin. Lol. So, jetzt haben wir die Waffe. Leute, ich entschuldige mich nochmal für meine Fortnite-Skills, ne. Ich glaube, ich wurde richtig geroastet irgendwie im letzten Video. Wobei, das eigentlich für mich sogar eine ganz gute Runde war. Also, ich bin, Leute, ihr müsst wissen, ich bin kein Fortnite-Experte, ja. Ich habe echt sehr wenig, oh, ich habe echt sehr, sehr wenig Fortnite gespielt in meinem Leben. Und dementsprechend könnt ihr natürlich auch nicht viel erwarten, ja. So, zack, die rüsten wir mal hier aus und das trinken wir auf jeden Fall mal direkt. So, zack, rein damit, Gönnung auf jeden Fall. Und die können wir wieder mal einsammeln hier. So eine Winterumgebung habe ich auch in Fortnite noch nicht so richtig gesehen bisher. Oh, da hinten sind welche. Lol, Bro, was los, was sagt ihr über mein Aim, ja? Direkt One-Shot, Bro. Junge, let's go. Also ich würde sagen, das war mal eine Ansage, der Kill. Das war mal eine Ansage, Junge. Oh mein Gott. Okay, wir machen uns mal hier so einen Überblick. Okay. Die denken jetzt, ich bin dieser Ultra-Pro wahrscheinlich einfach in der Lobby. Oh, lol. Ja doch, also hier hat jemand einfach so einen großen Trank scheinbar weggeworfen dann, ne? Scheinbar. So, okay, ich würde sagen, an sich passt das hier soweit. Also ich muss sagen, den Skin, den feiere ich eigentlich schon. Oh mein Gott, hier schießt mich jemand gerade voll ab. Oh, wo sind die? Da schießen welche. Ah, Shotgun. Nice, Kill ist da. Bisschen abgestaubt, zugegeben. Oh mein Gott. Ah ja, okay, let's go, Bruder. Sehr wichtig. Leute, ich habe kein Leben verloren. Was hatten die denn für ein Aim? Die waren auf jeden Fall nicht gut. So, jetzt muss ich kurz aufpassen, weil ich wurde safe beobachtet gerade. Ich wurde safe beobachtet, Leute. Oh, WTF, Mann. Das sind einfach solche Hühnchen, Bro. Ich dachte erst, das sind Spieler. Okay, Leute. Bro, also ich frage mich echt, wenn man Fortnite spielt, wie soll man dabei noch reden? Bei Fortnite muss man sich so krank konzentrieren, meiner Meinung nach. Das ist echt nicht mehr normal. Okay. Als ob hier niemand ist, Digga. So. Okay, was ist das? Schubsaft. Okay, ich glaube, das ist nicht so krass. Was? Wie lost bin ich eigentlich, Bruder? Oh mein Gott, ey, das war so hart lost, ne? Der hat mich gar nicht gesehen. Ich hätte ihn easy killen können. Aber Leute, ich bin halt ein Fortnite-Noob. Was soll ich machen? Egal, trotzdem geile Runde. Ich würde sagen, lasst ein Like, ein kostenloses Abo da. Wir sehen uns. Ciao, ciao.